Hey, hallo, liebe Leute, willkommen zurück. Pokémon Scarlet Violet. Im Moment bei mir Violet. Wir machen direkt dort weiter, wo ich gestern aufgehört habe an der Stelle. Und da begrüße ich erstmal mein süßes kleines Blip. Ich habe noch kein klares Ziel im Augen. Wir würden erstmal ganz kurz auf die Karte schauen und schauen, wo wir denn als nächstes hin könnten, wo für uns interessant wäre. Wir sind jetzt aktuell im Südwesten unterwegs. Ich würde mich mal langsam in die Richtung begeben, so mit einer gewissen Vorsicht. Muss nur mal gucken, wie ich da überhaupt rüberkomme, weil so wie ich das sehe, gibt es hier keine Brücke. Und so wie ich das jetzt eher richtig sehe, geht es erst hier entlang und dann kann ich erst dorthin, wenn ich das richtig verstehe. Aber das ist vor allen Dingen südliche Zone 2 und das ist hier schon die sechste südliche Zone. Ich bin mal gespannt, ob ich mich nicht vielleicht übernehme an der Stelle. Wir werden uns einfach mal ein bisschen umschauen. Machen wir uns mal auf den Weg Richtung Grün-Gelb. Und schauen einfach mal an der Stelle, was uns da erwartet, ne? Prinzipiell muss ich auch noch mal ein bisschen gucken, was ich so an Pokémon schon gefangen habe. Ich werde nebenbei versuchen, viel zu leveln. Ich werde nebenbei versuchen, relativ viel neue Pokémon zu fangen. Nachdem ich jetzt die letzten Tage recht viel gespielt habe und ich immer wieder ein paar lustige Meldungen sehe zu Bugs und Features. Quote unquote Features. Apropos. Ich gehe mal her und hol mal mein Quilino Bro raus. Übrigens schade, dass es nicht irgendwie im Schnelldurchlauf geht, dass ich dann irgendwie meine Pokémon ein bisschen schneller auswählen kann. Was ich zum Beispiel bei Arceus recht geil fand, man hat hier wirklich so ein Auswahlrad gehabt an der Stelle an einem Pokémon. Und dann hat man die einfach in der Schnellauswahl gehabt. Oh mein Gott, der Kleine wollte mich angreifen. Geh weg! Felino, töte es! Do it! Habt keine Gnade! Okay. Gut gemacht, Felino. Töte sie alle. Okay. So, Mordritter waren wir an der Stelle und haben unsere erste Arena gemacht. Ich würde auch mal hier die Trainer versuchen, mal zu fertig zu machen. Mal schauen, ob es klappt. Und ich finde es gerade nur lustig. Der Typ trägt eine Uniform von der Akademie. Ist anscheinend genauso in den Schulklassen so wie ich. Neue Sachen entdecken, wie es halt eben ist. Was ich auch an der Stelle mal wieder habe. Prinzipiell sieht das Spiel hübsch aus. Wow, Poncho wurde einfach deleted an der Stelle von dem Viech. Blip ist schon ein krasses Viech. Haben wir uns schon gestern drüber gehabt. Ich finde, es ist eigentlich recht starker Attacker an der Stelle. Bin gespannt, zu was der sich entwickelt und wie stark der tatsächlich wird. Habe ich eigentlich ein normales Dick da? Ja. Okay. Muss man teilweise sogar extra gucken, ob was ich denn überhaupt an der Stelle gefangen habe. Den habe ich aber ganz bestimmt nicht gefangen hier. Das weiß ich. Und anscheinend gibt es wieder sowas wie Minze. Das finde ich aber gar nicht mal so schlecht tatsächlich, weil das war schon... Ah, die sind gerade Level 10. Das macht das natürlich schon ein bisschen klarer. Das fand ich bei Arceus, fand ich das mega entspannend an der Stelle, dass die dann hergegangen sind und gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier, wenn du denn das Wesen von Pokémon nicht magst, dann gibt es einfach Minze. Und die gibt es hinterhergeschmissen tatsächlich bei Arceus. Ey, der ist so tanky. Ich finde, das Blip ist, glaube ich, kompetitiv echt gut unterwegs. Ich wäre mal neugierig tatsächlich, ob das im Kompetitiven schon, also die Entwicklungen davon, ob die davon schon gespielt werden. Weil der für mich wirkt der so halt wirklich, als ob der so ein richtig tankiger und trotzdem starker Angreifer ist. Wahrscheinlich hat er wenig Speed, wahrscheinlich hat er wenig HP. Aber dafür halt wahrscheinlich ordentlichen Damage. So, wie gesagt, nebenbei mal gucken, dass wir ein paar Pokémon noch fangen. So, Zipotze wurde hinzugefügt. Schön. Wie gesagt, genug Pokémon, um ein Team schön auszustatten. Also, das ist das, was ich sehr schätze an dem Spiel. So viele Möglichkeiten, das Team zu gestalten. Ich guck mal gerade, was der absolute Tiefpunkt ist. Für den ist eigentlich Angriff und für normale Verteidigung eigentlich der Tiefpunkt. Zumindest für meinen jetzt an der Stelle. Okay. Ja, aber gut, das ist trotzdem ignorierbar, das Ganze. So.
Genau, ich habe jetzt folgendes Thema. Ich muss jetzt Richtung. Oh, Hauptschluss. Richtung Nordwesten, Richtung Grün-Gelb. Und an der Stelle weiß ich noch nicht so ganz, wie weit ich gehe an der Stelle und alles. Also ein Polizist, der kämpfen will. Was bist du für einer? Ach, du bist dieses Weißviech, das mich schon gestern drangsaliert hat an der Stelle. Ja, gucken wir mal, ob ich vielleicht den nicht aus Versehen kille mit dem Ding. Okay, gut. Hält ganz schön was aus, der kleine Hundi. Okay, und fangen. Also ich sammle prinzipiell eigentlich so gut wie alles, was an der Stelle auf der Straße rumläuft, aber ich denke von der Gruppe her, was wir jetzt gerade haben, ist, sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also nicht, was ich von meinem Schlick da halten soll, ob das irgendwann tatsächlich richtig gut wird, weil es ist zwar schnell und es hat einen guten Attack, aber dann kommt ein Angriff und das Viech liegt leider an der Stelle. Anscheinend hat auch Blip an der Stelle 3 Entwicklungsstufen insgesamt. Gucken wir natürlich, wie gesagt, ein bisschen um. Dann habe ich schon wieder ein Gespenst gefunden hier. Ich habe mitbekommen, dass man durch die Queststränge sein Tier hier verbessern kann. Aber ich gehe jetzt nicht komplett auf Fokus auf das an der Stelle, sondern ich mache es so, wie es mir an der Stelle gerade so ein bisschen reinpasst. So. Hm. Lass mal ein bisschen Amok laufen an der Stelle. Eigentlich müsste Jojo jetzt auch gleich Level 20 erreichen. Hauptspross greift mich von hinten an. Und das Teil werde ich mir auch später mal anschauen, mal ein paar Randoms an der Stelle mal die Dinger versuchen zu machen. Und da bist du? Ja, Akademie-Schüler Rainer. Wieso sind da 40, 50-jährige Leute da in der Akademie drin. Wie kommt das? So, dieses Viech übrigens kann ich mir gut vorstellen, das ist so ein Teamstar Pappenheimer an der Stelle. Das ist so ein typisches Viech, wo an der Stelle eigentlich mehr oder weniger zu so einem Bösewichtsteam dazu gehört. Ich finde es ja eh faszinierend, dass Blip an der Stelle auch noch knallen kann. Das müsste ja eigentlich heißen, dass es schon später ein Wasser-Elektro-Viech wird. Theoretisch. Prinzipiell finde ich, die Welt ist schön gestaltet und interessant und auch die Viecher sind an der Stelle auch schön gestaltet und interessant. Ein einziges Problem, was ich so ein bisschen habe, und das ist so das, was mir den meisten Leuten auffällt, ist die Performance, ne? Also es sticht halt so ins Gesicht an der Stelle, dass da irgendwas im Magen ist, aber zumindest spielerisch hat man sich schon ein bisschen was dabei gedacht, was man hier so macht. Mal gucken, was es hier oben gibt. Auf dem Pimmelfahrt. Ah, Massaker veranstalten. Meine Lieblingsbeschäftigung. Noch die Hundis achten an der Stelle, die werden mich jetzt wahrscheinlich angreifen wollen. Ja. War klar. Ist Makuhita eigentlich schon gestern gefangen? Ja, das habe ich gefangen, okay. Protzer, ja, ist okay. So, dann müssen wir jetzt mal geschwind mit dem Internet uns verbinden. Und dann würde ich jetzt mal ganz kurz gucken, wie das jetzt hier läuft mit den Raids.
Die würde ich gerne nebenbei mitnehmen. Es geht zum Glück auch, muss ich sagen, ziemlich zügig an der Stelle mit dem ganzen Ding. Beliebige Spieler. Bin mal an der Stelle gespannt. Kann ich da jetzt aus dem Menü raus? Verbindung wird hergestellt. Lalala. Suche läuft. Okay. Schauen wir mal mein zweites Wasser-Pokémon aus. Bin mal gespannt, wie lange das vor allen Dingen dauert, bis mal jemand da einfach in die random Geschichte reinjoint. Einfach mal ausprobieren an der Stelle. Also bei Schild und Schwert weiß ich noch an der Stelle, dass es hat ungefähr eine Minute gedauert, bis da mal jemand reingejoint ist an der Stelle. Ah, und jetzt sehe ich schon die entwickelte Form von dem komischen Salz-Mushroom an der Stelle. Cool. Okay. Ah, perfekt. Ein Sprigatito ist gleich hier dabei. Yeah. Jetzt warten wir noch auf den einen. Okay, der hat auch schon instant angefangen. Dann kann man jetzt Raid beginnen drücken. Okay. Ne, gut zu wissen, wie das funktioniert an der Stelle, weil sowas kann ich mir vorstellen, mal öfters zu machen. Und ja, durchaus interessant das Ganze. Ich finde auch die Schnelligkeit von dem ganzen Kampf an der Stelle finde ich ganz gut. Dass es alles zeitnah läuft, dass man da nicht zu lange rummacht mit hier Rundenfolge und sowas. Ich wollte gerade sagen, dass Garados wird wahrscheinlich alleine schon in der Lage sein, das fertig zu machen, das Ding. Das ist irgendein Dunkelkäferviech an der Stelle. Ja, probieren wir mal zu fangen. Die Animation von dem Fangen ist tatsächlich recht cool. Haben sie cool gemacht. Yeah! Alle fucking eine Galaxie verwandelt sich in ein Pokémon und fängt das Viech, ne? Stell dir vor. Frage ist, ist instant gefangen? Es wirkt zumindest so an der Stelle. So, haben wir das kleine Viech gefangen und einige lustige Bonbons bekommen an der Stelle und dann kann es weitergehen. Ich glaube, das Grinden wird einen sehr leicht gemacht, indem man einfach hergeht und gerade bei diesen Raids und auch bei anderen Geschichten, die man da mitmachen kann, dem Spieler einfach Dings mitzugeben. Ach, das war ein Käfer. Okay, dann hätte ich jetzt auch einfach Flügelschlag machen können an der Stelle. Na gut. Weil dann mache ich einfach solche Dinge an der Stelle die ganze Zeit und bekomme dann endlos viele von diesen XP plus. Ich will mich jetzt nicht zu sehr überleveln, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich glaube, man hat die Möglichkeit, sich echt krass zu überleveln, wenn man will. Aber ich habe mich noch ein bisschen zurück, was das betrifft. Aber ich denke mal, zwischendurch werde ich mal das eine oder andere XP-Ding mal zünden, weil ich dann einfach keine Lust habe, stundenlang zu grinden. Ich denke, das ist eigentlich der Hintergrund, den man so ein bisschen verstehen kann an der Stelle. Ich guck mal, ob ich irgendwas Neues hier finden kann. Irgendwas in irgendeinem Pokémon, was ich noch nicht gefunden habe bisher. Vor allen Dingen, ich habe noch einen Lieferanten zu plätten, der mich platt gemacht hat. Muss ich wieder finden, den Typen. Vor allen Dingen, da ist eine Küchenchefin in voller Motor. Irgendwo im Feld. Mit der Mütze und all dem ganzen Zeug. Und müsste eigentlich sich die ganze Zeit beschweren, wie sie eigentlich voller Wasser ist. Voll geregnet ist. Ah, jetzt hat sich das Wetter verbessert, natürlich. In dem Moment. Muss auch nur einmal laut genug meckern. Ich habe jetzt noch. Ah, doch, das ist mein Käferchen. Der kann gegen Pflanze. Ich habe überlegt, was kann ich gegen Pflanze machen, aber im Moment habe ich ja Käfer. Geht doch.
Ich glaube, das ist auch eine ziemlich starke Attacke, zumindest bei dem Kollegen hier. Ich finde einfach nur süß, die Azurils, wie sie im Hintergrund Panik kriegen, so. Was passiert da? Kuppel, was ist da los? Ich weiß es auch nicht. Hilfe! Was ist, what is happening? Mann, Kieferbiss. Versuche, wie gesagt, die neuen Pokémon ein bisschen öfters zu benutzen. Und dann nicht zu sehr auf einzelne mich zu spezialisieren. Einziges, was ich jetzt ein bisschen vermisse, übrigens, ich fand, wenn die schon so diese Reaktionsanimationen haben von den Charakteren, von den Trainern und sowas, dass man vielleicht noch reingebaut hätte, dieses kleine Zoom-In. Das fand ich zum Beispiel auch gar nicht mal so schlecht bei Arceus und auch bei Let's Go, dass man dann gesagt hat, okay, Schatten, was machst du für Dinge? Okay, ich gehe mal nicht drauf ein. Dass da ein Zoom-In kommt, dass man den Charakter sieht an der Stelle, wie er an der Stelle entsetzt ist. Bewegt sich die Kamera? Bewegt sich das Ding gerade mit mir mit? Oh. Okay, ich dachte, als Käferviech hat er vielleicht Vorteile. Okay. Aber nicht. Ja gut, das ist halt Pflanzeflug, alles klar, aber ich hätte gedacht, vielleicht wegen dem Haupttyp. Na gut, aber so funktioniert das wohl nicht. Tatsächlich die Typenkombination wohl tatsächlich entscheiden. Ja, jetzt nicht unbedingt erwartet, muss ich sagen, muss ich zugeben. Aber ist gut zu wissen. So, dann geht's für mich da Richtung Pokécenter. Uiuiuiui. Thema Performance, ne? Yikes. Na gut. Wenn man nicht da genauer drauf achtet, aber das ist dann wirklich mit fast 1,5 Augen geschlossen an der Stelle, damit ich wirklich nicht darauf achte, dann ist das nicht ganz so schlimm. So, der Typ möchte gerne mir was geben, aber erstmal muss ich den Lieferantentypen finden. Prioritäten setzen. Das fand ich auch gestern gar nicht mal so uninteressant, dass es tatsächlich so Reklame über den Pokémon Center gibt. Ich habe eigentlich nie drauf geachtet auf sowas, aber hier gibt es so Wingull-Sandalen. Ballerfisch, Reifen. Und irgendeine Reklame für wahrscheinlich irgendeine Liga oder irgendein Turnier oder irgendwas so in der Art. Aha. Den habe ich auch vorhin noch gar nicht gesehen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt mit einem Kuchen nehmen. Wow. Enthusiastisch sieht er aus. Liegt bestimmt ein Kuchen. Also nicht direkt nach dem Kuchenkauf direkt hergehen und einen Pokémon-Kampf machen. Irgendwann fliegt es von der Hand und dann hat er einen Kuchen im Gesicht. Mm. Okay, ich glaube, ich muss auch sogar relativ schnell wechseln. Aber was für mich überraschend ist an der Stelle, ich habe dann wie gesagt dann einen Lieferanten gehabt, der hat Level 15 Viecher gehabt. Und jetzt bin ich ein bisschen weiter Richtung Stadt gegangen. Oder wenn du etwas weiter Richtung Stadt gehst, dann hast du aber komischerweise trotzdem diesen Typen hier mit dem Level 9 Pokémon. Man merkt, der Lieferant muss sich gut schützen hier anscheinend. Bam bam! Oh, der hat mal schön eine Drehung gemacht, der Junge. Liegt am Kuchen. Ja, denn gleich gibt's Kuchen. Kuchen ist schon ein Motivierer an der Stelle, muss man schon sagen. Ah, richtig, die Arena-Leiterin, das ist ja. So, wo ist mein Lieferant-Bursche? Den muss ich noch finden. Das ist mein. Da drüben ist mein Ziel. Da drüben. Der Typ hat mir gestern schwer zu schaffen gegeben an der Stelle. Genau, du. Du! Ich weiß nicht, wie er mich gestern gesweept hat, aber ich werde es gleich wahrscheinlich wieder rausfinden. Oder die PDSDs werden gleich wieder kicken. Ne, an dem Intern ist es nicht gescheitert, soweit ich weiß. Stimmt, der hat voll krasse Viecher im Vergleich zu einem einen angestellten Typen jetzt vorhin. Okay, jetzt wechsle ich vorsichtshalber mal doch mal direkt Typen ausgeglichen. Ja, der war krasser als die anderen. Selbst der Arena-Leiter fand ich nicht so krass. Ah,
Ach, natürlich immer beim Gegner klappt dann die Aquavelle mit Verwirrung an der Stelle. Wenn ich mal sowas probieren wollen würde, dann klappt das nie. Ah, dann bin ich... Oh! Ich dachte schon, das trifft mich jetzt an der Stelle. Okay. Wow, was sie immer für eine Drehung machen, die macht immer so eine kleine Pirouette an der Stelle. Pampuli, Pampuli, ach, das war der... Das war der Esel. Krieg da meinen Schlick da. Der Final Boss. Stimmt, ich glaube, das Pampuli hat mich gelegt an der Stelle gestern. Genau wegen der Geschichte, ich glaube auch. Und dann habe ich den nicht mehr down bekommen. Heilt er sich, glaube ich, auch noch. Ja. Unangenehmer Gegner. Wow, und dann macht das so viel Damage, weißt du? Uff. Ah, mein Name ist Schlickdar. Das ist mein großes Problem mit Schlickdar. Also, naja, abgesehen von seiner Länge, ist, der hält einfach nichts aus an der Stelle. Das ist wie im echten Leben. One Hit Wonder. Und dann ist durch. Wie gesagt, das ist der erste schwere Trainer, in Anführungszeichen schwere Trainer, den man so hier, so in der Ecke hat hier. Nein, das Mob-Tief hat mich fertig gemacht. Jetzt weiß ich es wieder. Das war meine Nemesis. Der hat ausgehalten und der hat gut Damage an der Stelle auch gemacht. Ich glaube, der war Typ normal. Habe ich nicht Doppelkick auf den Viech drauf? Guck mal. Na komm. Fußtritt. Ja, das war okay. Kia! Komplett vergessen, dass mein Enterich an der Stelle einen Fußkick hat. Ich frage mich an der Stelle, was aus dem Enterich eigentlich wird. So eine Art prima Ballerina oder sowas an der Stelle. Na gut. Jetzt gehe ich aber mal kurz zum Pokécenter zurück. Ich weiß nicht, ob ich Schlickdar behalten werde im Team. Wegen der Memes würde ich es machen. Aber der hält halt einfach nicht aus. Der ist halt echt so eine Glaskanone. Ich gehe ein, Initiative, Angriff wie sonst was. Aber der hält nichts aus. Das ist das... Ich weiß nicht, ob Game Freak da was aussagen will damit, aber... Der hält halt nichts aus. Na gut, jetzt habe ich meine Rache gehabt an der Stelle. Jetzt gehen wir mal Richtung... langsam Richtung Neugebiet. Bin gespannt, ob ich vom Level her, ob das reicht. Ich würde auch noch die ein oder anderen Raids jetzt noch mal kurz mitnehmen an der Stelle, weil die geben gute XP-Bonbons. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann gehen wir mal langsam zu unserem nächsten Ziel und schauen uns mal um. Oh, wie viele Trainer habe ich denn hier bekämpft? Sag an, Kollege. Hey, hier war's. Ist gut. Ich warte hauptsächlich immer, bis irgendwann mal meine Pokémon bestimmte Attacken lernen und versuche dann erstmal von dem so ein bisschen rauszukriegen, was kriegt er so für Attacken. Und dann erst später benutze ich TMs. Aber Eros ist eigentlich allgemein eine ziemlich starke Fähigkeit. So. Ja, mal gucken. Also das Interessante für mich ist tatsächlich, dass... wie soll ich sagen, dass es alles relativ schnell funktioniert hier mit der Suche, mit den Raids und so. Macht schon Laune an der Stelle. So, ich habe ein Gift-Pokémon, also werde ich meinen Giftboden reinsetzen hier an der Stelle. Bin mal gespannt. Aber es geht sogar relativ schnell, die Suche. Spielen halt auch genug Leute an der Stelle, muss man dazu sagen, gerade aktuell. Ist das die Entwicklerform von der Katze? Ich habe schon mitbekommen, dass sie irgendwie so plötzlich auf zwei Beinen geht und so ein bisschen nach so Zorro
keine Ahnung, was Motiv hat an der Stelle. Na, jetzt haben wir noch vielleicht noch gerade eine halbe, ein paar Sekündchen. Ich kann mir vorstellen, es kommt jetzt noch wieder, ja. Vielleicht auch nicht. Nee, sieht nicht so aus. Beginnen wir einfach an der Stelle. Ich finde das Schöne oder das Angenehme bei dem ganzen Ding, das geht alles ziemlich schnell. Also diese ganze, also der Ablauf von dem Kampf hier, von dem Raid, die Suche nach anderen Spielern und so weiter, das geht eigentlich alles ziemlich zügig. Ich habe auch nicht den Eindruck, so an der Stelle, wenn wir versagen, dass es dann deshalb Verzögerungen gibt. Natürlich ein mega krasses Viech schon an der Stelle. So, da ich sowieso noch kein Pokémon habe, so wie keins, dann will ich es natürlich fangen an der Stelle. Aber du kannst schon echt krass gecarried werden an der Stelle von anderen Leuten über diesen Raid. Und vor allen Dingen kommst du an ganz schön krasse Viecher dafür, dass du eigentlich selber gar nicht mal so viel gar nicht so hohe Level Viecher hast an der Stelle und alles. Das schon, kann schon hart gecarried werden an der Stelle. Ah, das war ein Stahltyp. Das habe ich jetzt überhaupt nicht raus erkannt aus den Symbolen. Ich verstehe noch nicht die Symbole, ehrlich gesagt. Ah, Terra-Typ Eis. Okay. Was hat denn der für ein Level? 20. Ah, okay. Geht sogar. Ich hätte jetzt sagen, hier wartet das jetzt Level 30 Viecher oder sowas an der Stelle. Aber cool. Okay. Du kannst recht viele Pokémon dadurch kriegen, dass du hier einfach bei diesen Raids damit machst. Du musst ja nicht mal krass performen oder sowas, sondern kannst dich ja einfach carryen lassen an der Stelle von irgendwelchen Leuten, die jetzt schon Level 50 Pokémon haben oder sowas. Am Tag 4. Käfer-Pokémon. Ich glaube, da war mein Donatron ganz okay. Immer wieder für mich interessant, was da für in der Wildnis irgendein Dreijähriger, Vierjähriger dich anquatschen kann an der Stelle und sagt so, ja, jetzt habe ich Bock auf einen Pokémon-Kampf. Komm her, ich mach dich fertig, Junge. Na, ja, Spezialangriff sinkt, aber das ist nicht so schlimm. Hier so ein Attack-Focus an der Stelle. Schau mal, was bei mir so im Körper vorgeht. Oh yeah, baby! was ich auch mitbekommen habe, und das finde ich ganz gut so tatsächlich, ist, dass wenn man dann irgendwann mal in der Gegend zurückkehrt, entweder ist es zeitlich vorgegeben oder ist es irgendwie anders an der Stelle, dann sind die Pokémon-Trainer irgendwann wieder herausforderbar. Und dann kann man wieder ein bisschen Kohle von denen scheffeln und alles mögliche. Was ich erstmal nicht gedacht hätte, dass sie an sowas denken, weil irgendwann wird einem die Kohle ausgehen und dann muss man halt mit Ligapunkten zahlen. Ligapunkte kriegt man ja, soweit ich gesehen habe, hauptsächlich durch Raids. Ups. Ich wollte eigentlich da nur vorbei. Hauptsächlich durch Raids. Und ich denke mal, das eine oder andere Item, was man so findet, oder vielleicht, wenn man bestimmte Aufgaben löst und solche Geschichten. Aber ja, dann geht einem die Pokédollar aus an der Stelle. Ah. War ich hier nicht? Warte. Ich komme gerade. Den habe ich einfach ignoriert gestern. Wow, krass.
Ah, nee, doch, das, die hatte ich gestern, okay. Er, sie ist. Schöne Abkürzung übrigens hier. Okay, ich kann aber auch noch nicht klettern. Es gibt eine Möglichkeit zu klettern, das habe ich schon gesehen an der Stelle. Im guten Internet, wo es dann gehießen hat, oh, du kannst das Viech upgraden, irgendwann kannst du klettern und sowas. Und schweben und so etwas. Gleiten. So, das ist jetzt aber... Das muss jetzt allerdings an der Stelle Gift sein. Wenn ich das Symbol nicht komplett fehl bin an der Stelle. Ich sehe in Staralini zugegebenermaßen kein Gift-Pokémon, aber wahrscheinlich wegen dem Kristall verliert es halt die Flugeigenschaft und wird halt eben zum Gift-Pokémon. Was für mich übrigens auch immer noch so ein ganz komisches Konzept ist, weil früher hat man dann einfach gesagt, das Pokémon ist gehackt. Jetzt haben sie einfach gesagt an der Stelle, okay, jetzt gibt es Pokémon, die diese Terra-Kristallisierung machen können. Und die haben halt einen komplett anderen Typen, als wie sie davor unterwegs waren. Und so kannst du trotzdem mal ab und zu mal sein, dass du dann ein Ho-Oh reinsetzt und statt Feuerflug ist der Wasserboden. Oder einfach nur Wasser oder wie auch immer. Und das ist für mich das, wo ein bisschen perplex ist, wo ich nicht gedacht hätte, dass die mal irgendwann die Route wählen würden. Aber ja, was ich bei der Terra-Kristallisierung auch so ein bisschen rausbekommen habe, dass die Elemente, zu denen die sich kristallisieren an der Stelle, dass die dann verstärkt werden. Also jetzt in dem Fall jetzt bei dem Viech Gift. Bei meinem Felino ist es, glaube ich, Boden. Bei meinem Starter ist es, glaube ich, auch an der Stelle... Boah, sag mal. Ich glaube, das wird einfach Wasser sein an der Stelle. Aber es gibt manche mit unterschiedlichen Eigenschaften. Aber niemand möchte den mitmachen. Traurig. Na gut, dann machen wir einfach mal so einfach das Ding. Und ja, grundsätzlich eine nette Idee. Ich weiß nur noch nicht, ob das so wirklich interessant vom Gimmick her ist, wie jetzt, sag ich mal, Dynamax und Mega-Entwicklung und Z-Kraft und die ganzen Gimmicks, die es in den vorherigen Spielen so gibt. Aber ja, passt schon. Ich muss aber ehrlich sagen, wir spielen wieder ein Pokémon-Spiel, da sind wir wieder ein 10-Jähriger. Und ich hab's ehrlich gesagt satt, dass wir immer einen 10-Jährigen spielen. Das Zoom-In übrigens auf Staralilis Kopf an der Stelle in seinen Augen im Hintergrund ist ein bisschen verstörend. Always watching, always judging. Aber anscheinend gehen die Dinger ziemlich schnell. Weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt an der Stelle ein Dings brauche. Ein zweites Staralili. Nehmen wir das jetzt einfach mal mit. Nehmen wir mal mit an der Stelle. Dann vergleiche ich das mal mit dem anderen Staralili, was ich schon habe. Das ist zum Beispiel an Pokémon Revolution auf der Wii recht geil. Fand, dass du halt wirklich 6 verschiedene Charaktermodelle hattest und dann je nachdem, was dir halt eher gefällt, dann ein entsprechendes Charaktermodell gesetzt hast, was eigene Wurftechniken hatte, also Pokébälle unterschiedlich geworfen hat, wo du unterschiedliche Klamotten kaufen konntest, je nach Modell an der Stelle und so. Es hat alles mehr Individualität gehabt an der Stelle und es war eigentlich so das Spiel, wo ich gedacht habe, okay, geil. Eigentlich hätte ich sowas gerne öfters oder weiterhin. Das ist ganz schlecht. Das Wesen ist ja furchtbar an der Stelle. Das ist genau das, was du eben nicht haben willst auf dem Staralini. Yikes. Naja, gut. Ich habe es noch nicht gefangen gehabt. Wow, okay, dann schön, dann habe ich es ja jetzt endlich. Aber ja. Grundsätzlich der Gedanke mit den Raids, den finde ich gar nicht mehr so schlecht. Dadurch levelt man anscheinend auch die Pokémon ziemlich schnell und du kriegst Liga-Punkte, was dann auch den kleinen netten Nebeneffekt hat, dass ich ziemlich schnell dann auch neue Pokémon fange.
und ich nicht so viel grinden muss. Was alles ein netter Nebeneffekt ist, muss man zugeben an der Stelle. So, jetzt gehen wir noch zu dem einen Raid dahinter. Ja, Pikachu fangen wir mal gerade mit. Ich würde eigentlich mal gerne versuchen, das Party zu werden. Nee, möchte nicht. Kann sein, ich töte ihn jetzt mit meinem Biss. Als etwas deutlich. Ah, oh ja, okay, dann kommt er mit dem Volltreffer. Ja. Naja. Egal, XP. Ich frag mich eigentlich, wann man endlich das Käferviech sich entwickelt. Und ich hab's gerade gesagt. Bin mal gespannt, zu was es wird. Ich habe keinen blassen Schimmer. Okay, was bist du? Ich bin Sidias. Okay. Was soll der darstellen? Falls über kräftige, klebrige Fäden umfallen, von Eindringen zu legen, okay? Sieht das merkwürdig aus. Okay, es gibt auch keine dritte Entwicklung an der Stelle. Fadenfalle. Lass mal gucken, was die bringt. Spannt eine Fahne aus Fäden und wird so von Angriffen geschützt. Berührt ihn nun ein Angreifer, sinkt dessen Initiative. Ach, das ist quasi. Das ist quasi Schutzschild mit einem kleinen angenehmen Nebeneffekt. Okay. Machen wir Fadenschuss weg an der Stelle. Ja, weiß noch nicht, was ich von dem Jungen halten soll. Prinzipiell nett, dass ich es hab. Weiß aber nicht, ob ich den großartig spielen werde, wenn ich ehrlich bin. Ah, okay. Ich kann wohl noch nicht schwimmen. Schade. Okay, dann war dieser Gedanke an der Stelle schon ausgeträumt. Okay. Weil prinzipiell cool, dass es neue Käfer-Pokémon gibt. Und an uns für sich cooler Gedanke an der Stelle mit dem mit den neuen Formen und allem. Okay. Irgendwo gibt es hier tausende Sproxys. Aber ich sehe noch keine tausenden Sproxys. Ah, da sind tausende Sproxys. Da sind noch ein paar einige Voltilamps, okay. Was bist denn du? Ach, ist das ein Mauzi? Okay. Ein Glitzermauzi. ein Kristallmauzi. Ach, der hat jetzt Flugtyp oder was? Ist ja süß. Ah, Level 15, das geht sogar. Ich hätte eigentlich an der Stelle jetzt schon erwartet. Oh, jetzt ist er bestimmt Level 30 oder sowas. Okay, gut. Bin mal gespannt, ob es mir an der Stelle reicht mit dem Pokéball. Ja? Ach, den kann ich gar nicht fangen. Warte mal. Nee, den kann ich wirklich nicht fangen. Okay, den muss ich erst besiegen. Anscheinend. Beziehungsweise schwächen, oder wie sieht das aus? Ach, ich muss den jetzt quasi zuerst runterschwächen und dann habe ich die Möglichkeit, den zu fangen. Okay. Das ist jetzt auch cool, mal zu wissen, weil ich habe bis jetzt nur die Begegnung mit einem Sichlor gemacht und das Sichlor hat mich weggeschnitzelt. Von dem her ist es mal gut zu wissen, wie das eigentlich funktioniert. Diesen Glitzer-Pokémon da. Das ist mein erstes Mauzi und das ist direkt so ein Glitzerteil. Muss mal gucken. Okay, Terra-Typ Flug. Ja. Neutraler Typ an der Stelle. Ernst, okay. Und hat halt Aero Ass als Fähigkeit. Auch irgendwie interessant. Okay. Cool. Ich sag also eigentlich von der Grundidee her finde ich das schon faszinierend, wie viele verschiedene man da fangen kann. Und wie viel Individualität du in dein Team eigentlich reinbauen kannst. Ich bin halt jetzt einer von denjenigen, die gehen jetzt halt rein auf neue Pokémon. Oder versuchen so gut wie es geht halt nur auf rein neue Pokémon zu gehen. Aber, also den Aufbau des Teams betrifft. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt hier Bock hätte auf eine Nuzlocke oder eine Wonderlocke oder wie auch immer, du hast so viele Möglichkeiten, dann ein gescheites Team zu bauen. Und ich denke, durch die ganzen Raids und sowas, also jetzt auch nicht so die Angst, wenn ein Team drauf geht, kannst du relativ schnell ein neues Team bauen an der Stelle. Das ist dann schon geil an der Stelle, muss ich schon so mal sagen an der Stelle. Bist denn du?
Das ist ein Blip. Glaube ich. Und es ist ein Kau-Ding. Kamehaps. Ah, doch, das ist ein Kamehaps. Okay. Hinten an der Stelle erwartet, es wäre irgendwas anderes. Bam! Ich frage mich an der Stelle, ob mein Starter jetzt an der Stelle Wasserkampf wird. Kann mir gut vorstellen übrigens. Oh oh. Bin abgerutscht. Aber gut. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Würde ich mir auf jeden Fall mal auf den Weg machen zu meinem eigentlichen Ziel. Jetzt habe ich mich ein bisschen ablenken lassen von den ganzen Raids, aber jetzt machen wir uns nochmal langsam auf den Weg zum eigentlichen Ziel, wo ich hin will. Ich glaube, ich gehe aber her und ich teleportiere mich, weil es geht ein bisschen schneller. Ja. So, im Moment ist mein OBS übrigens am Abstürzen, glaube ich. Nee, doch nicht. Dachte schon an der Stelle. Aber mein Knopf reagiert zumindest nicht. Oder vielleicht tut er es jetzt doch.